Ja, hallöchen und willkommen zurück zu einem Let's Play. Lustig. Bisschen bunt, aber auch farbfroh. Und neu. Neuer muss man nicht sagen, denn das Neue können wir jetzt rauslassen. Die Videos werden vorproduziert, also ist auch nicht mehr neu. Sag, was du sagen wolltest. Wer war noch gerade im Gespräch? Worum ging's? Ah, wenigstens ist hier auch schon übergestalten mit den Kakteen und so. Ich habe hier ein bisschen Frame-Abbrüche. Der PC ist ja nicht so perfekt, habe ich ja gesagt. Seitdem ich nämlich die Montage gemacht habe, habe ich gesagt, ich glaube, die nächste Montage, nach der letzten, jetzt vor zwei Folgen, muss ich schon sagen, glaube ich, die nächste Montage mache ich. Und die Dinger hier sind schön mit dem Aufbau. TNT geht hier explodieren. Ich glaube, die nächste Montage mache ich erstmal einen neuen PC, den ich mir holen will. Und ich wollte nur mal hochgehen, Mann, oh Napoleon. Napoleon. Wir hatten in der Schule so viel Napoleon. weißt du Bescheid. Warte, ich mach noch drin. Die Map ist schön, muss ich doch sagen, weißt du, und darauf haben wir die ganze Zeit gesucht, also da hast du schon was Gutes gefunden, Ploxy. Ein Daumen hoch für Ploxy. Genau, dafür könnt ihr einen Daumen hoch ein Video da lassen, hat der Ploxy extra für mich gemacht. Sonst hätten wir jetzt irgend so eine Klotz-Map genommen. Ah, der ist wanted. Der hat dann hab ich eigentlich erwähnt schon mal, dass man, wenn man Wanted hat, bis zu 200 Leben haben kann, insgesamt dann noch 100 drauf bekommt, oder ich weiß nicht. Ah nee, da unten war das Leben. Ich habe jetzt gerade auf die Rüstung geguckt. Ja, perfekt, Alter. Ich liebe das, wenn ich dann noch 200 Leben haben kann. Ich glaube aber nur ganz selten Wanted gespielt. Oh, Ploxy. Trotzdem hat er mich schnell gekillt. Bei Wanted kriegt man, glaube 400 Score und 2 Kills. Ja, perfekt. Und die neuen Klötze sehen eigentlich ganz nett aus, die neuen Klötze. So. Die Geheimwege hier suchen. Der Yannick ist wieder on. Warte, ich will irgendwas killen, Manu. Muss mal näher schon ran. Komm, ja, man kann sich verletzen. Das sieht ja lustig aus. Ich habe noch nie gesehen, wie die Kakteen hier die Stacheln rausziehen. Okay, seltsam. Sowas wie die Minecraft-Kakteen oder so wäre auch lustig. Ah, den Prinzessinnenstab, den hatte ich auch früher. Oh, hallo, warte, ich wollte mich umsehen. Irgendwas muss ich sagen. Ach ja, Flash Gold, hast du die Map gebaut für irgendeinen Map-Contest, hat Ploxy gesagt. Muss ich ein bisschen lauter reden, weil die Let's Plays so leise... Ich kann mein Mikrofon nicht mehr umstellen, ich weiß nicht. Also ich habe so laut wie möglich, als ich beim letzten Mal lauter gestellt hatte, dann hat es auf einmal so extrem geraschelt. Gott sei Dank war das in keinem Video. Ich werde gewanted. Ich habe hier so gesagt, Heiltränke gibt es, wie wäre es, wenn man noch so Rüstungstrank hätte. Ach ja, eine Sache muss ich auf jeden Fall mal sagen. Mich hätte es gefreut, wenn sie im Brickforce sowas eingemacht hätten, dass man wie bei Minecraft F5 drücken kann, dass man sich dann selber sieht, von oben oder so betrachtend. Das hätten sie schon immer mal reinbringen können, vielleicht auch nicht. Die haben schon genügend geklaut. Ja, Minecraft, ne? Allgemein schon seit Brickforce rauskam, war Minecraft geklaut. Also mit dem Wanted kannst du schön... Naja, bei mir, ich sag jetzt nicht, es laggt, aber die Frame geht ein bisschen schlecht. Weil bei der Aufnahme hängt das ein bisschen nah. Von hinten, ne? Da kriege ich nicht alles gekillt fürs Let's Play. Alter, sag ich doch. Dixie Man, dich kenne ich doch noch. Ich heb mal deine schönen Tsunami-Rama auf. Ja, ich dachte vielleicht kann man den einen oder anderen Block zerstören. Die sehen aber schön aus, die Kristalle. Ich mag die wirklich. Hätte ich meine Tropfsteinhöhle schön reingebracht, die wir bei die wir bei Black Lane gebaut hatten. Ist das hier ein Jump'n'Run jetzt oder nicht, wo ich hier bin? Ich glaube nicht. Ich meine, wo du bist. Ja, warte, geht's ja. Sieht aus, als ging es hier hoch, aber ich glaube eher nicht. Vielleicht musst du dann da nur runterkommen. Kommt ganz drauf an, wenn man spawnt, ne? Oh, Ploxy. Hier vorne ist noch der Dixie-Man, der mich getötet hat und meine KD geht den Bach runter. Alter. Ey, diesen Bug wieder immer noch nicht gefixt. Wo so ein Nahkampf dann auf einmal, wo eben irgendjemand so eine Nahkampfwaffe rausholt und du hörst das, obwohl der nicht da ist. Da hätten sie auch was dran tun können. Alter, ey, mit dem Let's Play, da kannst du knicken, ey. Ich habe schon gesagt, vielleicht werde ich jetzt auch mal Breakfast abbrechen und für längere Zeit mal kurz nicht aufnehmen. Weiß noch nicht, wie ich es mache. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht diese Folgen jetzt ein bisschen später rausbringen muss, weil ich schon vorherigen Folgen gesagt habe, dass es vielleicht vorkommen kann, dass ich werde gesucht, Hilfe, such mich, aha. Alter. Okay. Ja, vielleicht hätte ich dann das eine oder andere etwas später hochladen müssen. Sowas wie diese Folge hier auch. Wenn es sein muss, aber wie ich auch schon gesagt hatte in bestimmten Displays, eigentlich glaube ich war das nur Breaking Force, wo ich das gesagt habe, dass ich sie vielleicht später hochladen wollte und wahrscheinlich sind sie trotzdem jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag dann gekommen, die Videos. Obwohl mir noch niemand darunter kommentiert hatte. Ich bin stolz auf euch, Leute. Finde ich cool von euch, finde ich cool.
Hat wohl nicht interessiert. Fail. Janik, wo bist du hin? Ich guck mal nicht vom Toxen. Diese Killbugs hier, die ich hier hab. Aua. Hallo. Da kam er. Jetzt ist Zero Wanted. Ja, ich dachte, Wanted soll sowas sein, die Fangen spielen oder so. Das kommt ja noch. Ja? Können sie auch reinbringen. Stille. Nee, der Zombie-Modus kommt. Zombie-Modus, das wäre geil. So, und ja, so, sowas wie so ein Zombie-Modus, so dachte ich ja zuerst, soll das mit dem Bienen-Modus sein, aber da haben sie ja nur das rausgemacht, dass man hier die ganze... Hä, Alter. Das... Ha, easy, Nate-Kill. Ah, ich habe mich da auch noch nie geduckt, das wollte ich eigentlich noch zeigen. Vielleicht sowas, dass man mit dem Bienen-Modus dann sowas selber hat wie Zombie-Modus. Wester Rahmen. Es kommt ja ein neues Pick-and-Win-Outfit raus, das sieht so geil aus. Wird ja, dass du die anderen anstecken. Achso, jetzt habe ich melden versehentlich gedrückt. Daumen hoch. Ja, und kannst den Zombie nur durch Headshot töten. Genau. Ja, okay. Ich glaube, ich downloade sie mir leider nicht, denn das sind auch große Maps, die ich immer wiederhole. Aber danke Flash Cult für so eine schöne Map, die wir auch unbedingt mal displayen mussten. Adieu, bis zur nächsten Folge dann, ne? Das war auch eine gute Folge, Kinder. War eine gute Folge. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.